Ingo Appelt. Jawohl, danke schön. Guten Abend. Vielen Dank, danke schön. Ich freue mich, das ist schön. Riesenstimmung. Meine Damen und Herren, auch im neuen Jahr begrüße ich Sie. Herzlich willkommen zu Kabarett aus Franken. Und ich freue mich, ja, wir sind alle ganz erfreut. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie zu Hause eingeschaltet haben. Meine Gäste heute, freuen Sie sich mit mir auf Helmut Schleich, meine Damen und Herren, Andreas Rebers, Stefan Bauer, Heinrich Delcore und unser Mann aus dem Netz, der Bembers. Ja, natürlich. Und meine lieben Freunde, ein Mann, der in Zukunft öfter dabei sein wird, eigentlich ab jetzt immer, meine lieben Freunde, ab jetzt immer Donald Trump. Ja, Riesenapplaus. Nee, lassen Sie es ruhig. Aber es ist Hammer, man wird den gar nicht mehr los. Weil man, alle reden nur noch über Donald Trump. Morgen ist ja seine Amtseinführung. Das ist Amtseinführung für Donald Trump. Das ist dann wie alle wichtigen Feiertage an einem einzigen Tag. Weihnachten, Ostern, Halloween, alles an einem Tag. Das heißt, Heiland, dicke Eier und Horrorparty. Alles an einem Tag. Ja, der wird ja sein Amtseid leisten, seinen Amtseid. Nee, was sagt er dann immer zum Schluss? So help me God. So help me God. Das heißt, so wahr mir Gott helfe. Also er lässt sich von Gott helfen. Nee, das ist schon großzügig, das muss man sagen. Gott wird quasi Praktikant im Weißen Haus. Nee, ja, und Donald sprach, Gott, switch on the light. Ja? Gott, mach mal das Licht an, aber zack, zack. Ich hoffe, das wird herrlich. Nee, Donald Trump, das ist ja das Maß aller Dinge der Zukunft. Ja? Nee, die höchste Instanz in der Welt, der wichtigste Mensch, quasi eine neue Zeitrechnung. Nee, zu Wochenbeginn hat er doch bei diesen Ministranten von der Bild-Zeitung, nee, der hatte doch in diesem großen Bild- und Times-Interview, da hat er wieder Sprüche rausgehauen. Nee, der hat ja wieder dicke Lippe riskiert wie Kader Loth im Dschungelcamp, weißt du? Ja, was hat er gesagt, Trump? Ja, Trump findet den Brexit, den findet er klasse. Die NATO, naja, obsolet. BMW, blöd. Ne? China, richtig blöd. Und Meryl Streep hat er ja gesagt, ne, ist die am meisten überschätzte Schauspielerin überhaupt. Das ist ja der Hammer. Ja, gut, dass er Veronika Ferres nicht kennt. Ja, das ist, ja. Aber Trump ist richtig. Ja. Trump setzt ganz neue Akzente, also es wird alles nur Make America Great Again, alles wird great. Ne? Und deswegen redet er überall rein, Nürnberger Bratwurst, viel zu klein. Make Bratwurst Great Again, so eine Dinger wollen wir da sehen. Ne? Oder hier der frisch verhaftete Nürnberger Faschingsprinz, Oliver der Erste. Ja, nicht kriminell genug, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist denn nur so ein halbes Kilo Koks, was ist das denn? Ne? Viel zu wenig, Make Koksen Great Again. Ja, dann habe ich auch einen Drogendealer als Faschingsprinz. Das ist schon, ne, ja, wie kann das passieren, fragt man. Man hätte nur mal auf sein Motto gucken müssen. Ne? Fürs Lustigsein gibt es kein Maß, es geht ganz einfach nur um Spaß. Ne? Make Spaß Great Again. Ne? Und mit einem Näschen voller Schnee tut auch der Trump nicht mehr so weh. ist ja auch schön. Oliver der Erste. Seine Ehefrau, die ist ja Faschingsprinzessin. Ne? Und die will ja einfach weitermachen. Obwohl sie die jetzt auch schon mal einkassiert haben, gesagt, na, wusste sie was, wusste sie nichts. Aber sie will weitermachen. Das war immer ihr Traum. Faschingsprinzessin. Und so wird sie auch weiterhin heißen. Faschingsprinzessin Assol die Erste. Das ist auch so ein geiler Name, ne? Assol. Die heißt wirklich so A-S-S-O-L. Assol. Im Englischen wird das Assol heißen. Aber das wäre dann eher so ein Titel für Donald Trump. Ja, ja, Donald Asshole der Erste. Ja, größenwahnsinnig, gemeingefährlich, egoistisch. Ja, das passt ja zum politischen Mainstream und natürlich zur Bild-Zeitung. Ja, das ist, da hat ja auch Angela Merkel, ne, die hat ja dieses Interview gelesen, ne, und hat dann gesagt, also ich habe das Interview mit Interesse gelesen, natürlich, und anschließend in aufgerollter Form ins Gäste-WC gehängt. Weißt du? Aber wovor ich wirklich Angst habe, das, ne, jetzt ist ja dann im Amt, alle stänkern jetzt, und das geht, irgendwann geht das los, alle kriechen ihm, ne, das in 100 Tagen, dann wird dann Bilanz gezogen, 100 Tage im Amt, und Donald Trump wird man sagen, ach, besser als erwartet. Das wird kommen. Da habe ich am meisten Angst vor. Besser als für mich schon jetzt das Unwort des Jahres. Besser als erwartet. Ne? Bei all diesem Hype um diesen Donald Trump, da freue ich mich natürlich, dass mein erster Gast einmal einen sehr kritischen Blick auf die deutsche Innenpolitik wirft. Ne? Die hat es nämlich auch mal bitter nötig. Ne? Sie kennen ihn, einmal im Monat lädt er hier im BR-Fernsehen zu seiner Satire-Show Schleichfernsehen ein. Und ich freue mich, dass er hier ist. Begrüßen Sie bitte bei Kabarett aus Trumpen. Hier ist er, Helmut Schleich, meine lieben Freunde. Tja, meine Damen
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Donald Trump. Hä? Deutschland reagiert, wie es meistens reagiert in solchen Fällen. Hysterisch. Gell? Wenn uns was nicht geheuer ist, dann drehen wir irgendwie gerne mal durch. Gell? Jetzt also Trump, ein Irrer, kommt ins Weiße Haus. Ich habe ja gehört, erste Elterninitiativen in Deutschland wollen bereits das Trampolin verbieten lassen. Gell? Weil sie sagen, vor allen Dingen die Helikoptermütter sagen, mein Kind turnt nicht auf einem sexistischen und homophob fremdenfeindlich benamsten Sportgerät. Es ist der Wahnsinn. Gell? Oder nehmen wir uns den Fall Amri. Der de Maizière sagt, kein V-Mann. Hannelore Kraft sagt, ja, aber eine Quelle. Die CDU will einen Untersuchungsausschuss, die SPD einen Sonderermittler. Die Blendgranaten, die sie jetzt werfen, wenn sie im Dezember am Breitscheidplatz in Berlin gezündet hätten, da wäre dieser Amri an diesem Weihnachtsmarkt glatt vorbeigerast. Und vor lauter Hysterie hat die Bundesregierung total vergessen, eine angemessene Gedenkfeier für die Opfer und ihre Angehörigen zu organisieren. Super, gell? Jetzt ist der Lammert noch schnell vorgeprescht, hat er gesagt, ja, wo es jetzt gar nicht mehr gegangen ist, hat er gesagt, ja, er wird zum Gedenken an die Opfer im Bundestag sprechen, heute vor dem Eintritt in die Tagesordnung. Wörtlich, Eintritt in die Tagesordnung. Klingt ein bisschen wie Eintritt in die Erdatmosphäre, finde ich. Gell? So ein bisschen nach Apollo 13. Gell? Houston, we have a problem, scheiße, irgendwie sind wir hinterm Mond. Gell? Ja. Wenn man da jetzt noch den Dobrindt mit seinem Gigaliner dazu nimmt und die Ankündigung unserer Kanzlerin, sie macht noch mal 4 Jahre, weil ich will Dienst für die Menschen in Deutschland tun und für den Zusammenhalt Europas arbeiten. Hat's gesagt? Ja, da haben wir uns doch wirklich mal kurz gefragt, sagen wir, ist heute Rosenmontag oder der 1. April? Ja? Ich meine, da hat sie doch sämtliche Kreidevorräte in ihrem Wahlkreis Rügen aufgefressen, damit sie diesen Satz überhaupt klar rausbringt. Was? Ausgerechnet diejenige, die mit erzwungener Sparpolitik Brüsseler Intransparenz und Bankenrettung auf Steuerzahlerkosten Europa gespalten hat wie niemand vor ihr, will für den Zusammenhalt in Europa kämpfen. Es ist ungefähr so, wenn man den Bock unter Umgehung des Gärtners direkt zum Landschaftsarchitekten macht. Na, man muss schon sagen, aus rein kabarettistischer Sicht ist das Jahr 2017 gewaltig gestartet. Muss man sagen. Okay? Mein Nachbar ist da im Übrigen fein raus. Okay? Ich weiß jetzt nicht, was Sie zu Weihnachten gekriegt haben. Keine Ahnung, wo soll ich es auch hier wissen. Aber mein Nachbar, der hat, ich sag's Ihnen, der hat einen Wodka-Vollautomaten gekriegt. Wirklich, gibt's jetzt. Ja, Kaffee, Vollautomaten hat er halt fast jeder. Weißt du, so die gentrifizierte Form der guten alten Kaffeemaschine. Okay? Der vegane Latte Macchiato mit Sojamilch aufgeschäumt. Nur ein Knopfdruck entfernt, das hat jeder. Okay? Hat mein Nachbar natürlich auch schon lange. Er sagt, seitdem sauft er so viel Kaffee, dass er vor lauter Koffein nur noch stundenweise überhaupt einschlafen kann. Okay? Und da hat er jetzt eben diesen Wodka-Vollautomaten zu Weihnachten gekriegt. Aber einen gescheiten. Weißt du, nicht so ein Klump aus dem Discounter mit Kapseln. Nein. Hey, da kann er oben, kann er in diesen Wodka-Vollautomaten einfüllen, Brot oder Semmeln, Gemüsereste, Kartoffeln, okay, was er halt so daheim hat. Ja, es muss natürlich schon, also sagen wir mal, ein kompletter Fight muss jetzt nicht sein, aber je mehr es hinüber ist, umso besser wird er natürlich, der Schnaps. Klar, ja, beim Kaffee kommt es auch auf die Röstung an, logisch. Okay? Und dann hat er ein Mahlwerk und dann so, wird das so durchgemahlen und dann kommt unten der Schnaps raus. Okay? Oder Wein geht auch, muss er einstellen, kein Problem. Okay, er sagt, bis zum Jahrgang 2024, kriegt er einen jeden Kröver-Nacktarsch tadellos her, sagt er. Okay? Hat er daneben hat er noch einen Soda-Stream, weißt, da macht er dann auch einmal einen Sekt. Okay? Und er sagt, seit er den Wodka-Vollautomaten hat, ist ihm Politik scheißegal. Okay? Er sagt, wenn zum Beispiel der Gabriel im Fernsehen rettet, dann stellt er den Wodka auf Stufe 5. Okay? Dann ist der Schnaps so stark, da kriegt er nicht einmal mehr die Begrüßung mit. Okay? Und weswegen ich es eigentlich erzähle, mein Nachbar sagt, seitdem geht es ihm besser. Okay? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber Alkohol ist natürlich keine Lösung, okay, dann gebe ich Ihnen recht. Okay? Alkohol ist eine Verbindung, also chemisch gesehen. Okay? Aber auch eine Verbindung kann mitunter eine Lösung sein, wenn man es richtig einsetzt. Okay? Also schauen Sie mal, vielleicht treiben Sie im Internet nur so einen Wodka-Vollautomaten auf. Okay? Weil wenn dieses Jahr politisch so weitergeht, wie es angefangen hat, see, da werden Sie ihn heuer wahrscheinlich brauchen können. Servus. Ja, geil. Ein Wodka-Vollautomat, ja. Aber es gibt ja diese Automaten. Wisst ihr, welcher mich am meisten nervt? Kennt ihr das auch, diesen Thermomix? Wer hat einen Thermomix? Wer hat Hand hoch? Wer hat einen? Oh. Ne? Ja, aber die sind immer so über. Thermomix! Hey, das ist so geil! Der Thermomix! Hey, du musst unbedingt haben, der Thermomix! Der Thermomix!
krieg einen Anfall. Ne? Dieser Terromix nenne ich ihn immer. Der Terromix, dieser, so eine Matschmaschine, diese von Vorwerk eben. Ne? Da habe ich mir gedacht, da gibt es noch was viel Geileres. Nicht aus der Türkei. Ja? Das kennt ihr bestimmt noch nicht. Das ist der Erdomix. Ja? Und das, meine Damen und Herren, ist der Verkaufsschlager, meine Damen und Herren, der Erdomix, brandneu, frisch auf dem Markt. Das ist ein Multifunktions-, eine Küchenmaschine der türkischen Diktatorengruppe Rückwerk. Ha, das ist ja unglaublich. Ja, es ist unfassbar. Und hier, sie kann Demokratie und Meinungsfreiheit sowohl zerkleinern, als auch völlig abkochen. Nein, nein, doch, doch. Und sie kann Säfte pressen, und Sie werden es nicht glauben, sie kann sogar die EU erpressen. Oh, das ist ja mal praktisch. Ja, und das ist unglaublich praktisch sogar. Das Gerät besteht im Wesentlichen aus einem Motor, also der Motor- und Steuereinheit, genannt Erdogan. Ach, deswegen der Name, ja genau, Erdogan, richtig. Und mit einem abnehmbaren, ja, einem Wasserkopf, ja, der besteht aus Arschkriechern und Mitläufern, ja, und mit ganz viel Polizeigewalt, ja. Also Polizeigewalt mit rotierenden Schlagmessern, mit vier Klingen. Das ist ja nicht zu fassen. Da sind ja fast alle weg. Nur noch fünf, noch vier, noch drei, noch alle weg, meine Damen und Herren. Nicht mehr anrufen, danke Ihnen. Oh, gerne geschehen. Der Erdogan, meine Damen und Herren, der Erdomix müssen Sie haben. Mein nächster Gast, mein zweiter Gast, ist auch ein ja, messerscharf. Er seziert ja messerscharf die Leichen im Keller der Politik. Nee, er ist quasi der Professor Börne des deutschsprachigen Kabaretts. Freuen Sie sich auf den einzigartigen Andreas Reber. Hey, gut, grüß dich. Toll, dass ich da bin. Sind wir nicht dumm, Mann? Meine Damen, ja, unbedingt. Der Auftritt begann für mich nebulös. Wenn ich früher irgendwo eine Schlange gesehen habe, habe ich mich mit angestellt. Wenn ich dran gekommen bin, habe ich gefragt, worum geht's hier eigentlich? Wenn ich jetzt irgendwo eine Schlange sehe und es dauert mir zu lange, rufe ich, Allahu Akbar! Und zack, dann hast du freie Bahn und die Welt liegt dir zu Füßen. Ja, gut, der erste Aufreger 2017 ist durch. Was jetzt noch kommt, ist schlimm genug. Es soll wohl gewählt werden in Deutschland. Ja, und zwar richtig viel. Aber fangen wir mal an mit Silvester. Da war das doch, das war sehr lebendig. Viel Aufregung, Nachfries. Ja, ich sehe das Ganze sportlich, pass auf. Das Hinspiel 2015 hat die Gastmannschaft ganz klar gewonnen. 1-1, glaube ich. Jetzt fürs Rückspiel war man taktisch besser eingestellt. Ja. Und ich glaube, wir können jetzt zusammen von einem doch verdienten Heimsieg sprechen. Es gab den ein oder anderen Platzverweis und auch später in der Diskussion. Ja, gut, es wurden Fehler gemacht, aber ich denke, der Heimsieg war verdient. Der Begriff Nafri übrigens, ich trinke gerne mal eine Afri-Cola. Ich habe mich nie wirklich darüber aufgeregt. Ich kenne den Begriff ja auch schon seit Herbst 2015. Weil, wenn man die Neue Züricher Zeitung liest, da konnte man damals schon lesen, es gab im rot-grün dominierten Nordrhein-Westfalen, gab es schon seit Herbst 2015 eine Sonderkommission Nafri. Gut, es ist halt eine Abkürzung. Ich muss sagen, die meisten nordafrikanischen Geschäftsleute, die ich kenne, haben jetzt auch nicht das Problem mit dieser Begrifflichkeit. Die haben anderes, nämlich, die sagen sich als praktizierende Muslime, in der islamischen Rechtsprechung gibt es den Begriff Intensivtäter überhaupt nicht. Deswegen haben sie so viele einarmige Pianisten vermutlich. Nein, nein, Entschuldigung, wir wollen ja heute Abend kein Öl ins Feuer gießen. Manchmal reicht es ja auch, wenn wir die Kirche im Dorf anzünden. Ja, ich finde überhaupt, was mich so, es gibt so wenig gute Laune, auch gerade so in der Strafermittlung, also, dass man kreative Zerstörung zum Beispiel, dass man mit ein bisschen Spaß daran geht, diesen Herrn Amri oder Nassi oder wie, ist mir auch völlig egal, man hätte doch bei dem mal morgens klingeln können. Nicht um 3:30? Du sagst, guten Morgen, freuen Sie sich, Sie haben eine Reise gewonnen. Ja, nicht? Und hat er gesagt, ich habe doch gar keinen Pass. Ja, den brauchen Sie auch nicht. Entschuldigung, das sind Ihre Reisebegleiter. Sagen Sie mal freundlich guten Tag. Das sind Sergej und Viktor. Guten Tag, Viktor. Guten Tag, Sergej. Ja, ich glaube, in diesem Fall würde selbst die CSU sagen, das ist mit uns nicht zu machen. Das würde ich korrigieren. Das ist mit uns noch nicht zu machen. Nicht? Kommt Zeit, kommt Rat, der Zweck heiligt die Mittel. Wir sind ja sowieso schon alle AfD. Neulich hat die Wagenknecht eine Rede gehalten, hat einer von der CDU gesagt, das ist doch AfD. Nicht, hat einer von der CDU eine Rede gehalten, haben die von der FDP gesagt, ihr seid doch die AfD. Ja, da sagt einer was von der CSU, da kommt Antonia Hofreiter von den Grünen, sagt, die sind die AfD. Ja, da kommt die FDP und sagt, nein, die CDU ist AfD. Ja, wie denn jetzt? Ja, was wollte ich eigentlich? Ach so, genau, Angela Merkel. Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Ich wohne ja in Bayern.
Da kann man die gar nicht wählen. Tschüss. Bleibt mal bitte hier. Ja. Ja. Onkel Andi. Also, das wurde gerade gesagt, Herr. Afrikola. Afrikola. Habe ich extra. Alte Rassistensau. Ja, man weiß gar nicht, darf man Afrikola überhaupt trinken? Das ist ja quasi der flüssige Negerkuss, oder? Das ja, darf, das ja. Ist ein inkorrektes Getränk. Aber ja. Ich sag mal, Prost auf den Gefährder, oder? Ja. Danke, dass du meine Flasche aufgemacht hast. Ja, mach dir nichts. Auf die. Kennst du Gefährder? Ich nicht, aber du, oder? Aber vielleicht du? Bist du Gefährder? Ich kenne eine Gefährderin, die lebt bei mir im Hinterhaus. Das ist meine Freundin Sabine Hammer, geschiedene Sichel. Ah ja, ist klar. Mich Lehrerin, alleinerziehend, Vegetarierin, das Ganze. Grün. Ja, genau. Predigt von morgens bis abends, nur ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen. Was? Ja, das ist schwer. Sind eigentlich alle grünen Gefährder, was meinst du? Cem Özdemir nicht. Nein. Der nein. Gift ja auch. Das ja, Simone Peter, ja. Simone Peter ist ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht, was ist bei der SPD? Haben wir da Gefährder? Nein, ich würde mal sagen, bei der SPD Steinmeier ja, Gesine Schwan nein. Gesine Schwan ist eh raus. Weil, ja. Ne, Vogelgrippe. Ach so, die ist Quarantäne. Die ist Quarantäne. Die ist so. Bei den Linken, was haben wir da? Bei den Linken muss ich ehrlich sagen, Bodo Ramelow, wunderbar. Gefährder? Nein, überhaupt ein guter Mann. Gefährlich finde ich diesen Rieksinger. Also wer es schafft, in Baden-Württemberg eine linke Partei unter 5% zu bringen, ist gefährlich. Wagenknecht. Ja. Oh, Wagenknecht. Ist doch eine Gefährderin, oder? Na, setzt sie sich meinen Positionen, was Islamismus und sowas angenähert hat, muss ich sagen, Sarah Wagenknecht, warum nicht? Wir haben eine Elite in Deutschland. Auf die kann man sich ein Bollwerk? Ja, ein Bollwerk ist gut. Die Franzosen nennen das Ganze übrigens Boulevard. Genau. Und der Dschungel rettet uns vor dem Nationalsozialismus. Der Dschungel rettet uns. Und was die Eliten angeht, die Eliten machen dann, wenn sich die politischen Verhältnisse ändern, das, was sie immer tun, Ingo. Was machen sie denn? Sie wechseln die Seiten. Die wechseln die Seiten? Genau. Also sie hängen ihr Fähnchen in den Wind. Und da möchte ich dich jetzt auch sagen, ich habe ein Fähnchen für dich, damit du was in den Wind zu hängen hast. Ich bedanke mich mal ganz herzlich bei Andreas Reber. Noch mal Riesenapplaus für Andreas Lehmann. Mal wieder. Wahnsinn. Ist das? Auch sehr interessant finde, die unsere Verteidigungsministerin, die kennt ihr, Ursula von der Leyen, die veranstaltet Ende des Monats ein Sexseminar bei der Bundeswehr. Das klingt jetzt erstmal so, was? Sexseminar, also ein Seminar zur sexuellen Orientierung innerhalb der Bundeswehr. Nein, doch, ja. Die Truppe soll ja bunter werden. Und ich leg noch einen drauf. Ja, sie soll auch für sexuelle Minderheiten geöffnet werden. Nein, doch, ja. Nee, also, ja, was sind sexuelle Minderheiten? Kennt ihr ja alle. Ne? Das sind diese Heteros, die noch jede Woche mit ihrer Frau schlafen. Ich meine, ganz ehrlich, wer macht das noch? Ne? Gucken wir uns mal um. Sind noch genug Männer im Saal? Wie sieht's aus? Wer schläft noch regelmäßig mit seiner Frau? Einer, also eine Minderheit. Du bist bei der Bundeswehr bestens aufgehoben. Manndeckung. Ne, also, ja, aber da sind die Not, das ist ja wie so ein Workshop. Ja? Ne, ich kann das auch einfach nicht glauben. Also manche Männer sollen bei Frauen immer noch orientierungsloser sein als die G36. Ja, die schießen immer daneben. Aber da sollte man nicht die Flinte ins Korn werfen, oder? Obwohl, manche tun das. Hier, mein nächster Gast zum Beispiel, er ist ein Mann und aufgrund dieser Tatsache geht es ihm richtig schlecht. Es geht ihm schlecht erst einmal. Deswegen würde ich mal bitten, einen aufmunternden Applaus quasi in Orkanstärke für unseren Stefan Bauer. Oder wie Donald Trump sagen würde, Stephen Vollmer. Hier ist er. Ja, Mensch, vielen Dank. Dankeschön. Ah, ich kann diesen Empfang wirklich ganz toll gebrauchen. Mir geht's nicht so wahnsinnig gut gerade. Nee, meine Frau hat einen anderen. Glaube ich zumindest, ja. Ich weiß es nicht ganz sicher, aber es gab neulich so eine komische Begebenheit. Wissen wir, kamen sie ins Gespräch über mein fortgeschrittenes Greisenalter und ihr baldiges Erbe. Und da fragt sie so, du, wenn ich tot bin, was passiert dann mit meinen Golfschlägern? Gibst du die meinem Nachfolger? Und sie, auf keinen Fall, außerdem ist er Linkshänder. Angeblich war es ein Spaß, ja, aber ich habe halt auch jemanden im Verdacht. Ja, ihren Trainer im Fitnessstudio. Da verbrennt sie seit einem Jahr Gewebe. Und seitdem die da ist, ist die irgendwie verändert. Ja, immer so zickig, immer auf Konfrontation. Hier, letzten Sommer, Fußball-Europameisterschaft. Ich mit Freunden zum Deutschlandspiel verabredet. Anpfiff 21 Uhr. Bei der Hymne schickt sie mir eine SMS, Fußball oder ich. Was machen Sie da? Ich habe dann zurückgeschrieben und 22.45 Uhr natürlich du, mein Schatz. Und wisst ihr,
So war die halt früher nie. Ja, und ich frage dann, Mensch, was ist denn los? Jetzt erzählt er mal, ja, es liegt wohl an der Zeit. Ich habe die dann abbestellt. Hat auch nicht geholfen. Und irgendwann, ja, hörte ich dann von diesem wahnsinnig gut aussehenden, attraktiven Trainer im Fitnessstudio. Ja, ja. Ein Spanier. Manuel. Männlich, markant. Anfang 30. Und ledig. Gut, wobei, dann ist auch keine Kunst, gut auszusehen. Ne? Nee, weil der ledige Mann ist immer schlanker als der Verheiratete. Weil der ganz... der hat einfach ganz andere Lebensumstände. Ja? Schaut, der ledige Mann geht an den Kühlschrank, findet dort nichts, was ihn anmacht und geht frustriert ins Bett. Der verheiratete Mann dagegen geht ins Bett, findet dort nichts, was ihn anmacht und geht frustriert. Ja. Und wissen, für mich waren diese ganzen Figur- und Gewichtsfragen nie irgendwie von großer Bedeutung. Das möchte ich auch den Frauen übrigens sagen, meine Damen. Ich sage Ihnen zum Beispiel ganz ehrlich, ich finde 3 bis 5 Kilo zu viel an einer Frau überhaupt nicht schlimm. Ja? Man hat ja auch rausgefunden, dass eine Frau mit 5 Kilo Übergewicht länger lebt als ein Mann, der ihr gegenüber dieses Thema anspricht. Ja? So, ich muss mal eins sagen. Dieser Manuel, der kommt natürlich nicht so von ungefähr, einfach so von heute auf morgen in unser Leben, weil unsere Ehe ist halt schon in der Krise. Ja. Ganz ehrlich, wir streiten viel, gehen uns aus dem Weg, ja, dauernd Missverständnisse im Alltag und sagen, hey, du hast einen Krümel an der Backe. Nee, andere Seite. So Zeug halt. Das ist halt bei uns genau das Problemfeld, was in allen Ehen existiert, Kommunikation. Hauptkonfliktfeld in allen Ehen. Sie kennen ja wahrscheinlich noch das Kommunikationsmodell aus der Schule. Ne? Sprecher A gibt Informationen an Sprecher B. Sprecher B hört aufmerksam zu, verarbeitet alles und gibt seine Meinung zurück an Sprecher A. Sind die Meinungen unterschiedlich, trifft man sich irgendwo in der Mitte. Hat das irgendein Ehepaar von Ihnen schon mal so erlebt? Nein, natürlich nicht. Weil Ehealltag bedeutet, Sprecher A überschüttet Sprecher B mit sinnlosem Scheiß. Ja. B hört natürlich nicht zu, gibt sprachlich nichts zurück, außer vielleicht ja, ja. Am Ende entscheidet Sprecher A, wo es lang geht, und Sie sagen mir jetzt bitte, wer in diesem Modell die Frau ist. Okay. Ich kann mich, ganz ehrlich, in unserer Ehe an keine einzige Situation erinnern, wo meine Frau meinen Standpunkt richtig fand. Und mich würde es mal interessieren, meine Damen. Angenommen, ein Mann hat eine Meinung. Kann ja vorkommen. Ja? Und weit und breit ist keine Frau in der Nähe. Hat er dann trotzdem Unrecht? Ich meine, ich habe in dieser Frage ja eh schon kapituliert, weil dass der Mann der Frau rhetorisch total unterlegen ist, das weiß ich zum Beispiel schon seit der Grundschule. Ja, also da gab es so eine Situation in der 2. Klasse, da stehe ich auf dem Pausenhof, ja, und da kommt ein total hässliches Mädchen her. Willst du mit mir gehen? Und ich, nee. Und dann pflaumt die mich total an. Ne? Was habe ich gerade gesagt? Ja, willst du mit mir gehen? Und sie, ja klar. Und dann war ich 3 Jahre mit dieser Kackbratze zusammen. Ey. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte deswegen, weil ich habe ja natürlich auch ein Anliegen. Und ich bitte Sie einfach, meine Damen, im Namen aller deutschen Männer um Gnade. Ja. Wir leiden alle unter ihrer rhetorischen Dominanz, selbst wenn wir das aus Stolzgründen nicht zugeben. Da gibt es auch dieses berühmte wissenschaftliche Experiment. An der Hintertür des Hauses bellt der Hund und an der Eingangstür schimpft die Frau. Wen lässt der Mann zuerst rein? Den Hund, weil wenn er drin ist, hört er auf. Es ist natürlich so. Es ist natürlich so, Sie können als Mann natürlich betteln, so viel Sie wollen. In der Regel, sage ich Ihnen, werden Sie von Ihrer Ehefrau nicht erhört. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt zum Schluss, meine Herren, Sie müssen deswegen im Bereich der Kommunikation intelligente Gegenstrategien entwickeln. Ja? Also Beispiel, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Frau im Sommerurlaub über die Alpen fahren, ja, und beim Anblick eines pittoresken Bergdorfes sagt sie, da verschlägt es mir die Sprache, dann bleiben Sie dort. Nochmal Riesenapplaus, Stefan Bauer! Wahnsinn!
Der Bauer, der Bauer. Ja, der Bauer. Da ist immer diese Bauernregel. Ne? Eine Bauernregel sagt ja, lässt der Bauer einen fahren, fliegt das Vieh in hellen Scharen. Das finde ich ein sehr schön. Ja, es passt in die oder steht die Kuh im Schnee und schreit, hat's geschneit. Ne? Ja, ja. Ja, mein Gott, ist halt eine Bauernweisheit. Und ja, es hat ja auch geschneit. Ich fand das ja ganz. Der Winter ist jetzt endlich da. Haben wir uns gefreut? Eigentlich nicht. Man fragt sich, warum jetzt eigentlich jetzt? Ne? Heiligabend hat er uns hängen lassen. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr kommen. Ich hab mit dem Winter nicht mehr. Hat ja keiner mehr mit dem Winter gerechnet. In Griechenland war er aber bei uns. Ne? Ne? Ja, in Griechenland Schnee und in ganz Südeuropa Schnee. In Russland überall Schnee. Sogar am Nordpol Schnee. Am Süd. Wer ist es denn? Wer? Servus, Lengo. Ach, der Bember. Sag mal, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich bin nur im Urlaub, in der Karibik. Ach, ja, aber ich schaue natürlich Kabarett aus Franken. Aber bei mir ist ja jetzt erst 4 Uhr Nachmittag wegen der Zeitverschiebung. Ja, ja, und ich habe die Lösung. Wegen dem Winterchaos in Deutschland, ich habe die Lösung. Was für eine Lösung? Warum? Parship'n. Ja, Deutschlands großer Partnerspaß. Servusle. Servusle. Danke, Bember. Ja, ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast. Mein nächster Gast, er ist eigentlich überhaupt immer gerne Gast. Er lässt sich gerne von Freunden einladen. Und da ist ja klar, da erlebt er natürlich die witzigsten und skurrilsten Dinge. Und ich weiß, Sie hätten jetzt gerne noch was über Russen, Nutten und Donald Trump. Nee, kein Bock, jetzt kommt was ganz anderes. Hier ist der fantastische Heinrich Delcore. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, was es heutzutage alles an Technik gibt, das ist ja unglaublich. Wir waren eingeladen bei einem befreundeten Ehepaar für ein Gläschen Wein. Dann erzählt er mir, die hätte das Haus neu eingerichtet und ein ganz neues Badezimmer, das wäre sehr teuer geworden. Er hätte unter anderem eine Raindance-Dusche einbauen lassen mit Bluetooth-Anbindung, eine Steuerung, eine Kombination aus Licht, Dampf und Musik. Wenn er jetzt zum Duschen geht, wäre das für ihn wie ein Wellnessurlaub. Er könnte sich gar nicht so schnell dreckig machen, so oft wird er gern duschen. Da habe ich den gut, das hört sich ja echt fein an, dieser Wellnessort. Gehe ich doch mal hin und schaue mir das an. Ich muss ja eh auf die Toilette. Laufe ich Richtung Badezimmer, ruft er mir hinterher. Heinrich, wundere dich nicht, wenn du die Tür aufmachst. Du findest keinen Lichtschalter, das geht automatisch an. Da habe ich den gut, warte mal. Mach die Tür auf und tatsächlich mit einem Bewegungsmelder stehe ich in einem hell erleuchteten Badezimmer. Der erste Gedanke, wo ich hatte, war, wenn ich mal am Abend mit meinem Schatz bei einem Gläschen Sekt und mit Kerzenlicht in der Badewanne sitze, dann dürfe ich mir alles miteinander tun, nur nicht bewegen. So, jetzt war dieses Bad ausgestattet, eine Glastrennwand für die Raindance-Dusche, feinster italienischer Marmor, ein Lichtermeer an der Decke, ein riesiger Spiegel in dem Bad, größer als der bei uns zu Hause im Schlafzimmer, an der Decke. So, dann stelle ich mich vor dieses Doppelwaschbecken, lege mein iPhone drauf und schau in den Spiegel, plötzlich macht zzzz. Jetzt habe ich den gut, ich habe SMS bekommen, schau auf das iPhone und sehe, wie flüssige Seife über mein iPhone läuft. Jetzt hatte die so einen komischen elektrischen Seifenspender, wenn du da mit der Hand drunter gehst, geht es automatisch. Na, denk, wer braucht sowas? Meine Freunde, hochmodern. So, jetzt musste ich ja auf die Toilette. Jetzt sehe ich diese Toilette und denke, oh, irgendwie sieht die irgendwie anders aus wie unsere, so mit weiß ich was allem. Egal. So, jetzt laufe ich Richtung Toilette und ist kein Scherz, 1 Meter vor dieser Toilette geht der Klodeckel wie von Geisterhand alleine hoch. Ich gebe ja zu, ich war schon in Situationen, da wäre das durchaus sinnvoll gewesen. Aber mal ehrlich, wenn jemand das Licht nicht alleine an, den Klodeckel nicht alleine hochkriegt, den durfst du auch nicht allein ins Badezimmer lassen. So, und jetzt erwartest du als Normalbürger einer Toilettepapier. Nicht bei meinen Freunden, hochmodern ausgestattet. Anstelle Toilettepapier war eine Wandhalterung. In der Wandhalterung war eine Fernbedienung drin. Jetzt hole ich das Teil raus, guck das an, steht da Geberit drauf auf der Toilette auch. Jetzt gehörte dieses Teil zu dieser Toilette. Das war ein hochmodernes Dusch-WC. Ich habe noch nie was von so einem Dusch-WC gehört. In Japan soll das ein Standard sein. So, was mache ich? Mit dieser Fernbedienung setze ich mich ganz vorsichtig auf diese Toilette drauf. Plötzlich macht es. Ich schaue zu meinem iPhone rüber. Nichts passiert. Jetzt geht da kein Scherz, wenn sie hinsitzt, eine automatische Geruchsabsaugung an. Das heißt, bei denen riecht es nicht mehr. Das kommt an der Hauswand, am Rohr, am Gehweg wieder raus. So. Und ich bin ja offen für alles Neue, aber was da jetzt abgeht, ich habe den Gehirn nicht recht. Jetzt gibt's so eine Sprachfunktionstaste, wie beim Autonavigationssystem. Du drückst da drauf, plötzlich sagt eine Frauenstimme, herzlich willkommen. Ich habe den Gehirn nicht richtig, jetzt sagt sie gleich noch, aus ballistischen Gründen wird ihre Sitzung videotechnisch aufgezeichnet. Ein Meister hatte richtig Angst, dass sie vielleicht sagt, ihre Route wird berechnet. So.
So, und jetzt kommt der Knüller. Jetzt machst du dein Geschäft. Jetzt gibt's keinen Witz. Eine Sprühtaste. Du drückst auf die Sprühtaste. Jetzt kommt eine Stange aus dem Klo vorgefahren. Und da erschreckst du. Du weißt nicht, wenn die aufhört. Jetzt bleibt die mittig stehen. Du drückst drauf. Jetzt kommt warmes Wasser von unten nach oben gesprüht und macht da alles sauber. Wenn du jetzt aber denkst, das kann doch niemals richtig sauber sein, gibt's eine Taste mit einem K, das steht für Kercher. Und ja, da müsstest du aber dann den Mund zulassen. Ja. Das hat 200 Bar. So, jetzt bist du ja da unten total nass. Du glaubst es nicht, es gibt eine Föhntaste. Du drückst auf die Föhntaste, die eine Stange geht zurück, es kommt eine neue Stange vorgefahren. Du drückst drauf, es kommt warme Luft von unten nach oben blasen, wie aus dem Föhn, macht da alles trocken. Liebe Männer, da gibt's 3 Stufen. Ja, ich hab Stufe 3 ausprobiert. Nach 4 Minuten war die hart. Ja. Und jetzt hat dieses Teil eine Lady-Taste. Was ist eine Lady-Taste? Da kommt nochmal eine Stange vorgefahren. Und da ist so ein kleiner Greifarm dran und sucht nach einem Bändel. Und wenn du da als Mann drauf drückst. Also, ich sag ja. Also. Also. Was da alles passiert, wenn du sowas vorführst, die Firma Geberit wurde auf mich aufmerksam, weil denen das Video zugespielt worden ist und die haben mich engagiert für eine Firmenfeier. Kein Scherz. Jetzt hat ich auch die Nummer gespielt, jetzt kommt der Geschäftsführer nach der Veranstaltung und sagt, Menschenskind, das war ja klasse, wie Sie das doch einfach gemacht haben mit dem Geberit-Klo. Haben Sie denn zu Hause so ein Dusch-WC? Und habe gesagt, nein, das kostet 4.000 Euro, ich habe nur die Fernbedienung dazu. Dann hat er tatsächlich gesagt, okay, er baut uns kostenlos ein Dusch-WC ein, damit ich noch mehr Erfahrungen sammle und das meinem Publikum erzählen kann. Das wäre für ihn wie Werbung. Und habe ich für mich gedacht, das ist ja super, du machst eine Nummer auf der Bühne über ein Produkt, die wird auf dich aufmerksam und dann kriegst du es geschenkt. Und ich schreibe gerade eine neue Nummer über einen Porsche. Das ist super. Man muss ja schon sagen, ist das schon cleverer, gell? Ist halt ein Schwau, gell? Das Geschäftsmodell mit dem Porsche. Aber das macht man gerne. Das hat ja auch hier die FIFA, die hat ja auch wieder mal bewiesen. Aus reiner Geldgier haben die Säcke eine Aufstockung, ne? Also auf 48 Teams beschlossen. Ne? Also ich glaube, das geht weiter, oder? Dabei bleibt es nicht. Bei der nächsten WM spielen alle mit. Alle Nationen der Welt. Nee, alle. Das müssen über 200 sein. Eine Riesenparty. Alle machen mit. Außer der Vatikan, klar. Österreich und Holland. Ne? Also, klar, das passt nicht. Aber eine WM, die findet auch nicht alle 4 Jahre statt, sondern sie dauert 4 Jahre. Ja, Dauerparty, das kann man sich ja vorstellen. Dauerparty wie bei, wo ist er denn, mein Kollege? Donald, ich habe ihn schon wieder versteckt. Donald, komm raus. Hier ist er. Hier, bei meinem Freund hier. Donald Trump, der wird ja morgen bei seiner Intronisierung, da wird ja eine Riesenparty abgehen. Und da wird gefeiert, bis die Sau fliegt, ja. Aber nicht viel los, weil während bei Obamas Amtseinführung, da haben noch so Stars gesungen wie Beyoncé, Shakira, U2. Bei Trump irgendwie will keiner ein Liedchen trällern. Die hätte mal den Wendler fragen sollen. Ne? Der macht jeden Dreck, ist extra nach Amerika gezogen deswegen, glaube ich. Aber ich glaube, selbst Donald Trump hat irgendwo seine Schmerzgrenze, oder? Ne, also, was? Ach, jetzt kommt wieder der Ding. Servus, Ingo. Du, pass auf, wenn sonst keiner Lust hat, für den Trump zu singen, dann könnte ich ihm doch ein Ständchen bringen. Du, was willst du denn singen? Erzähl mal. Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Achtung. Ich hab mir gedacht, ein bisschen so ein Reggae. Natürlich. Na, dass der Trump mal ein bisschen locker wird. Na ja, pass auf, ich hab auch schon Text geschrieben. Super, passt wie die Faust aufs Auge. Hello, Mr. Trump. Haben Sie gar keinen Verstand? Die Frisur, die ist voll peinlich. Und Sie sind frauenfeindlich. Und rassistisch sind Sie auch away. Gute Nacht, USA. Ja, und so weiter und so weiter. Am Text muss ich noch ein bisschen feilen, aber das wird der Hit, alles klar. Das wäre doch Sommer, oder? Servusle! Guter Versuch. Riesenapplaus für den Bembers. Ja, natürlich. Ah. Ist einfach egal, ab morgen wird auch wieder Geschichte geschrieben. Als erstes trifft sich der Trump ja mit Putin. Und zwar in Reykjavik. Ja, Trump hat sich auch schon darüber gefreut. Er wollte schon immer mal nach Dänemark.
hat er ja gesagt, für ihn ist Reykjavik die Hauptstadt von Dänemark. Dort will er dann die weltberühmte kleine Meerjungfrau besuchen. Ja, ja, man wird sie dann wahrscheinlich in Meerfrau umbenennen müssen. Das mit der Jungfrau hat sich dann erledigt. Ja, ja. Und Ende Januar, dann hat das bange Warten endlich ein Ende. Er macht's, nicht er. Sigmar Gabriel, ja, er wird Kanzlerkandidat der SPD. Der Hammer, oder? Wird das? Dumm nur, dass es die SPD dann gar nicht mehr gibt. Ja, die wurde einen Tag vorher bei dieser Sendung Kunst und Krempel, ja, ja, für einen Appel und ein Ei verramscht, kann man sagen. Ne? Den sollte man auch verramschen. Wer will den haben? Möchtest du den haben? Komm, nimm ihn mit nach Hause. Ne? Hier, den kannst, nimm ihn mit. Ja, dann kannst du den mal so. Stellst du am besten ins Schlafzimmer. Ne? Hast du einen Mann? Ja, wenn der mal einen Orgasmus rauszögern muss, dann braucht er da nur einmal hingucken. Das ist so sehr gut. Ja, aber es geht ja weiter in diesem Jahr. Im März gewinnt dann Geert Wilders. Die Wahlen in den Niederlanden, um den Flüchtlingsstrom dann ja, auf dem Wasserwege einzudämmen, lässt er mal kurz an die Nordsee abpumpen. Weg mit dem Wasser. Die Heringe sind beleidigt. Anfang Mai wird dann Marine Le Pen, kennt ihr? Sie wird die erste Präsidentin von Frankreich und verkündet natürlich den Frexit. Ja, ja, und Millionen Frösche flüchten, ne, und beantragen gemeinsam mit beleidigten holländischen Heringen und dänischen Meerjungfrauen Asyl in Deutschland. Und Merkel sagt, das hofft man nicht. Ne, ja, aber das reicht auch für heute. Ich würde mal sagen, das war Kabarett aus Franken mit meinen wunderbaren Gästen Helmut Schleich, Andreas Reber, Stefan Bauer, Heinrich Delcore, Jim Bember und Donald Trump. Ja, nächsten Donnerstag sehen Sie auf diesem Sendeplatz Schlachthof live aus München. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier sehen bei Kabarett aus Franken. Für Franken, für Deutschland und die Welt. Ich sage tschüss, danke. Heinrich Delcore, Stefan Bauer.